Moin, hier ist Kerstin von Vatten Yoga. Willkommen zu unserem siebentägigen Einsteigerprogramm. Für dich heißt es heute Willkommen an Bord. Eine sanfte Yoga-Einheit, die dir den Einstieg erleichtert. Als Location habe ich mir heute den Pilsumer Leuchtturm ausgesucht. Es ist wunderschön hier, das Wetter ist toll. Wie ihr seht, ganz viele Gänse hier. Es ist traumhaft. Also lasst uns loslegen. Hopp, Opomat und los geht's. Komm in den Schneidersitz. Sitze aufrecht. Dein Kopf ist über deinem Herz. Und dein Herz über deinem Becken. Die Hände kannst du entspannt auf den Knien ablegen. Schließe deine Augen und komm erstmal in Ruhe an. Dann atme tief durch die Nase ein. Und langsam durch den Mund wieder aus. Atme wieder durch die Nase ein, durch den Mund wieder aus. Atme durch die Nase ein und atme aus, als würdest du einen Spiegel anhauchen. Der Atem fließt quasi am Gaumen entlang. Wir versuchen es noch einmal so. Einatmen durch die Nase, Mund öffnen, Spiegel anhauchen. Beim nächsten Mal schließen wir den Mund. Einatmen, Mund geschlossen halten und durch die Nase wieder ausatmen. Versuch ab jetzt bis zum Ende der Yoga-Einheit durch die Nase ein- und auszuatmen. Diese Nasenatmung fördert die Entspannung und Regeneration und sorgt somit für Stressabbau. Wenn dir die am Anfang noch nicht so gelingt, die Nasenatmung, mach dir keine Sorgen, das ist reine Gewohnheitssache und kommt alles mit der Zeit. Nun öffne die Augen, bring deine Hände rechts und links neben dir auf den Boden. Hebe die gestreckten Arme einatmend über den Kopf, sodass die Hände sich berühren. Dann bringe sie ausatmend im Namaste vors Herz. Das Ganze noch viermal. Arme einatmen nach oben, ausatmen vors Herz. Einatmen, über die Seiten nach oben, ausatmen, vors Herz. Einatmen, nach oben, ausatmen, vors Herz. Jetzt bringe die Hände vor dir auf dem Fußboden und lass sie langsam nach vorn krabbeln. Einatmen, dein Rücken ist schön gerade und ausatmen kannst du den Nacken entspannen und den Kopf ablegen. Du kannst es auf einem Yoga-Block ablegen oder du machst Fäuste und legst deinen Kopf darauf ab. Jetzt versuche, in den unteren Rücken zu atmen und eine angenehme Dehnung zu spüren.
Fühlt sich das nicht gut an für dich, dann kannst du dich etwas aufrichten. Dann roll dich langsam wieder auf und komme in den Vierfüßlerstand. Achte dabei, dass die Schultern über den Handgelenken sind und die Hände weit aufgefächert. Die Knie sind unter der Hüfte und hüftbreit geöffnet und die Füße liegen flach auf dem Boden. Zieh den Bauchnabel ein, damit dein Rücken stabil und gerade ist. Der Kopf ist die Verlängerung der Wirbelsäule. Jetzt atme ein und komme vom Becken her beginnend in ein Hohlkreuz. Schiebe die Schultern weg von den Ohren und hebe den Kopf leicht an. Atme ruhig weiter. Diese Stellung nennt man Kuh, da sie an den Rücken einer Kuh erinnert. Zusammen mit der nachfolgenden Übung dient sie dem Aufwärmen und der Beweglichkeit der Wirbelsäule. Mit dem nächsten Ausatmen rollst du dich vom Becken her in einen Katzenbuckel. Die Schulter wieder weg von den Ohren und das Kinn in Richtung Brust ziehen. Wie der Name schon sagt, heißt diese Position die Katze. Diese beiden Übungen werden dir oft in der Aufwärmphase begegnen. Noch viermal einatmend in die Kuh und ausatmend in die Katze kommen. Und ganz wichtig, Lächeln nicht vergessen. Einatmen Kuh. Ausatmen Katze. Einatmen in die Kuh aufrollen. Ausatmen lächeln. Ausatmen wieder in die Katze. Einatmen in die Kuh. Ausatmen in die Katze. Noch einmal Kuh. Und in die Katze. Dann stelle deine Zehen auf und komme über die Hocke langsam in die ganze Vorwärtsbeuge. Hier kannst du erstmal die Knie etwas beugen und deinen Oberkörper darauf ablegen und einfach die Dehnung im unteren Rückenreich genießen. Für etwas mehr kannst du die Arme verschränken und leicht von einer Seite zur anderen pendeln. Kopf und Nacken sind dabei ganz entspannt. Dann löse die Hände, bringe sie Richtung Boden und beim nächsten Einatmen rollen wir uns langsam Wirbel für Wirbel nach oben in die Berghaltung. Tandasana. Die Füße sind fest im Boden verankert. Hebe hierfür nochmal die Zehenspitzen und senke sie langsam wieder ab. Dann stehst du auf der gesamten Fußfläche. Die Kniescheiben ziehen leicht nach oben. Das Becken ist nach vorn gekippt. Kreise die Schultern nach hinten, so hebt sich dein Brustkorb leicht an. Deine Handflächen zeigen nach vorn und dein Blick ist ganz leicht nach oben gerichtet. Perfekt.
Atme ruhig ein und aus. Nun die Arme einatmend über den Kopf bringen in die gestreckte Berghaltung und beim Ausatmen den Oberkörper nach vorn und die Arme über die Seiten bringen in die ganze Vorwärtsbeuge. Beim nächsten Einatmen die Hände über die Füße zu den Schienbeinen gleiten lassen. Die Bauchmuskeln sind angespannt, der Rücken ist gerade und die Schulterblätter werden zueinander gezogen. Ruhig weiteratmen. Beim nächsten Ausatmen wieder in die ganze Vorwärtsbeuge kommen. Einatmen, aufrollen. In die gestreckte Berghaltung, ausatmen, Hände vor die Brust. Einatmen, wieder in die gestreckte Berghaltung kommen. Ausatmen, in die ganze Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, ganze Vorbeuge. Noch viermal diesen kleinen Floh. Einatmen, aufrollen in die gestreckte Berghaltung. Ausatmen in die ganze Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, ganze Vorbeuge. Einatmen, gestreckte Berghaltung. Ausatmen, ganze Vorbeuge. Einatmen, die halbe Vorbeuge. Ausatmen. Ganze Vorbeuge. Einatmend wieder aufrollen in die gestreckte Berghaltung. Ausatmen. Ganze Vorbeuge. Einatmen. Halbe Vorbeuge. Ausatmen. Ganze Vorbeuge. Verweile hier noch ein bisschen, bring ein bisschen Bewegung in diese Haltung. Und dann komme langsam auf die Knie in den Vierfüßlerstand. Dann bringst du das rechte Bein nach hinten und stellst die Zehen auf. Und genießt einfach die Dehnung in der Rückseite deines Beines. Dann bringst du den Fuß zur linken Seite und schaust über deine linke Schulter zu deinem Fuß. Das gibt eine Dehnung in der gesamten rechten Körperhälfte. Dann bringe den Fuß zurück. Und wechsel die Seiten. Bringe dein linkes Bein aufgestellt nach hinten. Genieße die Dehnung in der Rückseite deines Beines. Dann bringe dein Bein zur rechten Seite und schaue über die rechte Schulter. Und nehme die Länge deiner linken Seite wahr. Dann bringe dein Bein zurück. Dann bringe dein linkes Bein zurück, stelle die Zehenspitzen auf und schiebe dein Gesäß nach oben hinten.
Willkommen in deinem ersten herabschauenden Hund. Adho Mukha Svanasana. Lauf leicht auf der Stelle, die Arme sind gestreckt, die Unterarme rotieren leicht nach vorn und die Schultern sind weg von den Ohren. Die Ohren befinden sich zwischen den Oberarmen, dein Rücken wird schön lang gemacht und die Fersen ziehst du Richtung Boden. Die Fersen müssen nicht den Boden berühren, das hat noch Zeit. Aber es entsteht eine Dehnung in deiner gesamten hinteren Beinmuskulatur. Dann lasse deine Hände aufgestellt und komme in kleinen Schritten an den Mattenanfang, in die ganze Vorbeuge. Nun werden wir den herabschauenden Hund in unsere kleine Bewegungsfolge einbinden. Atme ein und komme in die gestreckte Berghaltung. Ausatmen, Hände vors Herz, sammle dich nochmal. Einatmen, gestreckte Berghaltung. Ausatmen, ganze Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, ganze Vorbeuge. Die Hände aufsetzen, einatmen und in den herabschauenden Hund treten. Drei ruhige Atemzüge hier. Dann komme in vielen kleinen Schritten oder einem großen in die ganze Vorbeuge. Einatmen. Gestreckte Berghaltung, ausatmen, ganze Vorbeuge, einatmen, halbe Vorbeuge, ausatmen, ganze Vorbeuge, Hände aufsetzen, zurück in den herabschauenden Hund. Jetzt bewegen wir hier die Hüften leicht von links nach rechts. Wir erkunden quasi den herabschauenden Hund in alle Richtungen. Denke daran, dass dein Rücken schön gerade ist, deine Fersen ziehen Richtung Boden, deine Hände sind stabil und weit aufgefächert. Und dann kommst du wieder an deinen Mattenanfang in die ganze Vorwärtsbeuge. Atmest ein, gestreckte Berghaltung. Ausatmen. In die ganze Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, ganze Vorbeuge. Hände aufstellen. Und zurück in den herabschauenden Hund. Hier beugst du jetzt deine Beine und legst quasi deinen Oberkörper so ein bisschen auf deinen Unterschenkeln ab und machst einen richtig langen Rücken. Das sollte richtig gut tun. Atme ruhig weiter. Und
Und dann treffen wir uns wieder am Mattenanfang. Ganze Vorbeuge. Einatmen wieder in die Berghaltung. Ausatmen in die ganze Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge, Rücken schön gerade. Beim Ausatmen wieder in die ganze Vorbeuge kommen. Hände aufsetzen, noch einmal in den herabschauenden Hund. Und jetzt versuchst du, so weit wie möglich auf deine Zehenspitzen zu kommen, dich richtig groß zu machen und hier zu halten. Super. Halte durch. Noch einen kleinen Moment. Und dann senke deine Knie zum Boden und komme in die Stellung des Kindes. Diesmal mit geschlossenen Beinen. Gesichtsrichtung Fersen bringen. Die Arme ausstrecken und langsam nach hinten ziehen und dich wie ein kleines Paket rund machen. Komme zur Ruhe. Wenn du Probleme hast in dieser Haltung, kannst du gern in eine Variation von Balasana kommen, indem du die Füße zusammenbringst und die Knie mattenbreit aufstellst und die Arme nach vorn wegstreckst und dann kannst du den Rücken schön lang machen. Das muss jeder von sich für sich entscheiden, welche Position am besten ist, was sich am besten anfühlt. Dann richte dich langsam auf und komme zum Sitzen mit ausgestreckten Beinen. Die Zehenspitzen zeigen zu dir. Sitze aufrecht. Die Arme gestreckt über den Kopf bringen. Und beim Ausatmen aus den Hüften heraus nach vorn lehnen. Stell dir vor, dass du hast einen großen Ball auf den Oberschenkeln liegen und würdest dich über ihn hinwegbeugen. Je nach Beweglichkeit kannst du die Hände auf den Oberschenkeln, den Unterschenkeln ablegen oder die Füße umfassen. Bleib erst einmal gerade. Die Beine können auch leicht gebeugt sein. Genieß die Dehnung in deinem Rücken. Beim nächsten Ausatmen entspanne deine Nackenmuskulatur und lege deinen Kopf auf den Knien ab. Und atme gleichmäßig weiter. Atme ein und rolle dich langsam wieder in eine sitzende Position auf. Stell die Beine auf,
Zieh deinen Bauch ein und bringe dich langsam in eine liegende Position. Die Arme kannst du wie ein T rechts und links von dir wegstrecken. Oder du winkelst sie an wie ein Kaktus. Dein Blick ist nach oben gerichtet. Und während du deine Beine zur linken Seite ablegst, geht dein Blick zur rechten Seite. Somit merkst du eine wunderbare Dehnung in der rechten Körperhälfte und im linken, in der linken Nackenseite. Hier bleiben wir für ein paar Atemzüge. Dann komm wieder zur Mitte zurück und lege deine Beine auf die andere Seite ab und deinen Kopf drehst du nach links auf. Das sollte dir jetzt richtig gut tun. Verweile hier noch einen Moment in einem ruhigen Atemrhythmus. Dann komm zurück. Und strecke deine Beine mattenbreit aus. Die Arme liegen entspannt rechts und links vom Körper. Die Handflächen zeigen nach oben. Die Schulterblätter schieben leicht zueinander, sodass die Brust geöffnet wird. Willkommen in der Totenhaltung, im Shavasana. Das klingt jetzt ein bisschen gruselig, aber soll nur bedeuten, dass man in dieser Stellung nichts tut, sondern entspannt. Was natürlich auch anstrengend sein kann, denn im Optimalfall entspannst du auch den Geist und das ist für die meisten erstmal eine Herausforderung. Wenn du einen empfindlichen Rücken hast, kannst du gerne einen Polster unter die Knie legen. Entspann dein Gesicht. Dabei hilft es, wenn du deinen Mund leicht öffnest und die Zunge vom Gaumen löst. Atme nochmal tief ein. Halte den Atem und atme langsam durch den Mund wieder aus. Jetzt komm wieder in deinen Atemrhythmus. Schließe die Augen und genieße einen Moment der Ruhe. Ich bin gleich wieder da. Dann kehr langsam in das Hier und Jetzt zurück. Komm auf die Seite, öffne deine Augen, bedank dich nochmal bei dir selbst, dass du heute den Weg auf die Matte gefunden hast.
Dann richte dich langsam über die Seite auf und komme in den Schneidersitz. Es gibt im Yoga eine schöne Verabschiedung, die ich dir gern mitgeben möchte. Bringe die Hände vor die Stirn. Möge Frieden in deinen Gedanken sein. Möge Frieden in deinen Worten sein. Möge Frieden in deinem Herzen sein. Namaste.